Fünf Autokurses mit fast 100 Autos sind am 12. Juni wieder nach Bruchschönau gerollt. Die Polizei zählte knapp 180 Teilnehmer. Auf einer Kundgebung forderten sie die Rückgabe von Grundrechten und protestierten gegen die Lockdown-Politik der Bundesregierung. Perfekt. Also nochmal die Bitte an die Polizei, seid so lieb, haltet euch mal noch eine halbe Minute zurück, weil ich will eben gerade eröffnen und werde auch nochmal den Hinweis zur Maskenpflicht mit durchgeben. Ja, also bevor wir richtig offiziell eröffnen können, laut Bescheid muss es dann so sein, nochmal der Hinweis, seid so lieb und setzt euch die Mund- und Nasenschutzbedeckungslappen, im Volksmund auch Kretschmerwindel genannt, aufs Gesicht. Nicht, weil wir das gut finden, sondern einfach nur, weil wir unsere Ruhe haben wollen heute und nicht gestört werden wollen. So, und wenn ich jetzt mal reingucke in die Runde, denke ich mal, es sieht so aus, als ob das passen sollte mit den Masken und den Abständen. Wenn ihr einen Attest habt, dann braucht ihr natürlich die Maske nicht, ist klar. Bitte auch während der Veranstaltung nicht essen, nicht trinken. Hiermit ist ganz offiziell die Veranstaltung heute hier am 12. Juni eröffnet. Die Lehrer haben wir schon begrüßt, wen müssen wir noch begrüßen? Wir müssen natürlich alle Kurse-Teilnehmer begrüßen, die aus Görlitz zum Beispiel, herzlich willkommen! Dann haben wir noch die Kurse-Teilnehmer aus Kamenz, herzlich willkommen! Die Kurse-Teilnehmer aus Dresden, herzlich willkommen! Die Bautzner, herzlich willkommen! Und die Sebnitzer natürlich auch herzlich willkommen! Ja, ebenso herzlich willkommen natürlich auch der August vom, als Amtsleiter sozusagen, vom Landratsamt, sage ich jetzt mal so, also von der Behörde. Und auch natürlich die Damen und Herren in Uniform. Also auch ihr alle herzlich willkommen hier bei uns. Wir stehen für Fairness und die Polizei ist fair mit uns gewesen, also haben die Polizisten auch ein Recht drauf, herzlich willkommen geheißen zu werden. Ja, man glaubt das immer nicht, aber die Aufgabe der Polizei bei so einer Demo ist nicht erstrangig, uns die Masken zu kontrollieren, sondern auch für unseren Schutz zu sorgen. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Aber bevor wir mit allem anfangen, mal was mir ganz sehr am Herzen liegt nochmal. Die einen oder anderen hatten ja das schon mitbekommen, in den Chats ging das dann fast schon viral, dass der eine oder andere gehört hat, dass die Gemeinde Groß-Schönau versucht hat, die Veranstaltung heute irgendwie, ich sag mal, zu unterwandern, im Sinne von Möglichkeiten zu suchen, die Veranstaltung zu verbieten. Wir haben uns deshalb gesagt, dass wir mal zu der öffentlichen Sitzung am Mittwoch uns ja quasi selber eingeladen haben. Und ich will euch mal einen kurzen Abriss geben, was da so am Mittwoch passiert ist. Also erstmal war ich ganz schön enttäuscht, muss ich jetzt sagen. Wirklich, das meine ich jetzt ganz ernst. Wenn man sowas im Vorfeld hört, dass man ja eigentlich bekämpft wird als Versammlungsleiter und kommt dann hin und wird herzlich willkommen geheißen. Also ich war so schon in Kampflaune, ne? Und dann war das alles so friedlich da. Ja, da musste ich erstmal meine Gefühle neu ordnen. Also ich habe mich gefreut, dass die Gemeinderäte eigentlich einstimmig hinter uns standen. Egal, ob sie von CDU oder SPD oder FDP waren. Was mich ein bisschen dann doch noch irgendwie, ja, die Orientierung hat verlieren lassen, das war eigentlich, dass dann diejenigen, die dann von anderen Parteien waren, da ein bisschen komisch waren. Dann will ich gleich noch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und zwar der Herr August hat den Gemeinderatsmitgliedern erklärt, dass eigentlich sämtliche Bestrebungen einzustellen sind, diesen Kurse zu unterbinden oder diese Versammlung zu unterbinden. Das hat er gut gemacht, schön sachlich vorgebracht, zwar auch leicht verständlich. Und stellt euch vor, dass das nie alle verstanden haben. Und als dann ja der eine oder andere Gemeinderat dann noch gesagt hat, na dann halten wir uns halt an Recht und Gesetz, das war für mich schon eine komische Überraschung, ne? Also die anderen waren da von vornherein klar eigentlich dafür, dass man das machen und dann, naja, wie auch immer. Auch im Vorfeld war ja auch schon von einem Herrn die Rede, der sich da in der Zeitung wohl geäußert hat, so ist mir jedenfalls übermittelt. Er ist gegen unsere Veranstaltung, weil wir gegen Politfaschismus sind.
Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit anderen Worten heißt das, wenn ich gegen etwas bin, bin ich im Prinzip dafür. Das heißt, dieser Gemeinderat, ich glaube, es war der Herr Hofmann, ist also für Politfaschismus. Ich glaube, er sitzt für die SPD im Gemeinderat. Ja? Wir machen aber hier keine Parteienwerbung. Es kann jedem anderen auch passieren, sowas zu sagen. Aber es ist mal interessant, wie der Geist da mitspielt. Schauen wir mal. Aber ich bin ja noch nicht fertig. War ja noch viel mehr Interessantes bei der Gemeinderatssitzung. Also mal abgesehen davon, dass es da auch ganz viele Ehrliche gab, die uns die Daumen gedrückt haben, uns auch verbal unterstützt haben bei der Gemeinderatssitzung, gab es dann noch eine besondere Frau, die Frau Richter. Die ist, das müsst ihr euch mal vorstellen, die ist extra vor 30 Jahren nach Groß-Schönau gezogen, um uns hier die Daumen zu drücken. Die war so emotional mit uns verbunden. Also wenn ich nie kurz vorneweg aufs Klo gegangen wäre, hätte ich Pippi in die Augen gekriegt. Ja? Die hat sich also so für uns engagiert, da war ich echt überrascht und von Herzen aus dankbar. Sie hat uns vor allen Dingen auch mitgeteilt, dass sie sich ganz engagiert um die armen Kinder und Jugendlichen kümmert. Sie ist nämlich in Löwe Berufsschullehrerin, die dann als ja, Nazis bei ihr im Unterricht sitzen, nachdem sie bei uns beim Autokorso teilgenommen haben. Also diese Querulanten, die es halt immer gibt, ne, die AfD, die Freien Wähler und so, ne, die haben da natürlich für uns gestimmt. Das ist schon doof. Aber die SPD und die CDU und die FDP, die hat sich einheitlich dafür ausgesprochen, uns hier nicht haben zu wollen. Ich denke mal, das zeigt auch den demokratischen Geist, den Geist der Meinungsfreiheit, den diese Parteien momentan nicht nur in Groß-Schönau, sondern in ganz Deutschland an den Tag legen. Wir haben ja Meinungsfreiheit und ja, man kann auch gegen uns sein. Und ich kann mich an die Worte des Bürgermeisters in Groß-Schönau erinnern, als wir uns das erste Mal hier getroffen haben. Hat gesagt, Herr Lüske, nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich nicht Ihrer Meinung bin, aber ich bin trotzdem für Meinungsfreiheit und deswegen können Sie hier sein. Und das ist auch genau das, was ich ihm hoch anrechne. Er wurde bei der Veranstaltung auch ja, ganz hart attackiert, nur dafür, dass er eine Meinung hat. Und das kann eigentlich fast nicht sein. Ich sage noch einen Namen, ein Herr Karlert von der CDU. Jung, dynamisch und absolut erfolglos an dem Abend den Bürgermeister am liebsten vor Ort und Stelle noch zu demontieren. Also so ein Mensch muss ich mal überlegen, warum der im Gemeinderat sitzt. Ich kann ihm eigentlich nur zugute halten, dass er uns nicht als Nazis beschimpft hat oder um mit seinen Worten zu sprechen, noch nicht als Nazi. Ja, das war wörtlich Herr Karlert. Jeder muss es mit sich selber klar machen. Das, was heute hier passiert, ist auf Video. Ich hoffe, Leroy kriegt die Technik soweit hin. Und da kann sich jeder Gemeinderat nochmal das anschauen, was ich heute hier zu sagen habe oder hatte und sich nochmal seine eigenen Gedanken darüber machen. Das, was wir hier machen, das ist nicht rechts, das ist nicht links, das ist einfach nur geradeaus. Und zwar in Richtung Freiheit und Demokratie und Menschenrechte. Im Rahmen dessen, was das Grundgesetz uns hergibt. Und daran, da werden wir keinen Zweifel lassen in der Zukunft, werden wir auch weiterhin festhalten. Wir sind heute ein paar weniger Fahrzeuge, das ist auch gar nicht so verkehrt, weil wir auch die Visa heute nicht zur Verfügung haben. Aber damit niemand rau ist, ich habe das so ein bisschen bei der Nachrichtenübermittlung gemerkt von den Kurseleitern. Als sie mich angerufen haben, haben die alle so ein bisschen den Eindruck gemacht, ach, wir sind heute bloß so wenig, hoffentlich nimmst du es uns nicht übel. Nee, wir nehmen euch das nicht übel, weil es ist nicht wichtig, wie viel wir hier sind, sondern es ist wichtig, dass wir hier sind. Und das ist das Entscheidende. Und da können wir uns nochmal selber beklatschen, dass wir den Mut haben, auch heute hier wieder da zu sein. Wir wollen natürlich weitermachen, weil wir wissen ganz klar, ihr kennt diesen Spruch, Brot und Spiele. Wir haben gerade wieder eine Phase, Brot und Spiele, ne? Fußball, Europameisterschaft, Urlaub, Reisen, ach, lass die mal auf andere Gedanken kommen. Dann werden die wieder abgelenkt von den eigentlichen Problemen. Und wenn sie dann wieder schön zurück sind im Alltag, dann schlagen wir wieder zu. Dann ist nämlich Herbst und jeder weiß, im Herbst ist dann wieder böse angesagt mit Grippekriegen und dann können wir wieder die Toten aufrechnen. Ja, vielleicht auch wieder die Intensivbetten verknappen. Der ein oder andere, der vielleicht bei der Montagsdemo von uns schon letztes Jahr im Herbst mit dabei war, der weiß, der Burkhardt hat das immer gemacht, der hat nämlich
gezählt, wie sind denn wirklich die Leute im Landkreis infiziert oder krank oder gestorben und wie viele Intensivbetten standen denn zur Verfügung. Und da gab es im Herbst letzten Jahres bereits die ersten Meldungen, dass mit der Anzahl der Intensivbetten was nicht stimmt, dass da weniger geworden sind. Und die waren bestimmt nicht so heiß gewaschen geworden, ja, sondern die hat man wegrationalisiert, um Profitgier zu befriedigen, weil es nämlich Zuschüsse gab. Wenn nur noch 25% der Betten offen waren, konnte man Zuschüsse erhalten vom Staat. Und der Staat ist nicht der Staat. Der Staat, das sind wir. Wir zahlen das mit unseren Steuergeldern, dass sich irgendwelche Pharma-Leute, irgendwelche Krankenhausbesitzer sich hier eine goldene Nase an uns verdienen können. Und das ist eine Riesensauerei. Die Bild-Zeitung hat es jetzt aufgedeckt. Heute oder gestern oder vielleicht vorgestern war es gewesen. Ja? Wir haben das letztes Jahr gesagt und sind dafür als Verschwörungstheoretiker betitelt worden. Niemand hatte uns geglaubt. Alles war richtig so, wie es der Staat vorgeschrieben hat. Ein Herr Spahn, der hat sich erst jetzt mal ein bisschen dazu geäußert, aber der wird wahrscheinlich noch nicht mal über das Stöckchen springen, was man eben gerade hinhält, und der wird sich wahrscheinlich noch nicht mal das Genick brechen dabei, weil er eben nicht springt. Die sitzen alle sowas von fest im Sattel, und das ist einfach eine Riesenschweinerei, dass mit unseren Geldern, mit unserem Leben, mit unserer Angst derartig gespielt wird. Und uns sagt man, wir seien Verschwörungstheoretiker. Ja, und genau deshalb müssen wir auch hier weiter zur Stange halten. Wenn wir ernsthaft Interesse haben, dass sich in diesem Land nochmal etwas zum Positiven verändert. Von alleine wird es nicht kommen. Ich höre immer wieder die Gespräche mit Freunden und Bekannten, die da sagen, ja, in meiner Bekanntschaft, Verwandtschaft sind auch schon alle geimpft, ich bin schon richtig wie ein Aussätziger unterwegs. Ne? Jeder strotzt eigentlich so, guck mal, ich bin geimpft und ich bin trotzdem noch am Leben und gesund. Ja, wir wissen es nicht, wie lange. Ihr wisst es auch nicht, die ihr geimpft seid, wie lange noch. Das kann heute niemand sagen. Aber wir wissen eins, dass diese ganze Impferei dem Körper mit Sicherheit schaden wird. Ob das eine Autoimmunkrankheit ist, eine Allergie oder irgendwelche Herzinfarkte. Wer ein bisschen in der Geschichte drin ist, der weiß, dass durch die Impfung zum Beispiel das Blut dickflüssiger wird. Dadurch bilden sich ja auch zum Beispiel diese Thrombosen. Und ein Herzinfarkt ist in der Regel oftmals ist ein verstopftes Blutgefäß. Das heißt also, ich muss nicht heute gleich, wenn ich gestern die Impfe gekriegt habe, am Herzinfarkt sterben. Aber mein Blut ist langfristig geschädigt und glaubt mir, ich kenne mich damit aus, und mein Blut hat auch mal eine Zeit lang nicht gut ausgesehen. Und jetzt ist es wieder anders. Ja? Und das kann jeder von uns selber erreichen. Und ich kann euch mal einen Hinweis geben, damit wird ja auch, ich sag's nochmal, über Video ausgestrahlt, die ganze Geschichte, damit die Leute nicht bloß denken, ja, jetzt muss ich mich vielleicht doch impfen lassen, weil wenn Corona kommt, sterben will ich ja auch nicht, ne, also 50-50 Chance oder so. Es gibt einfache Mittel, preiswerte Mittel, wo man Viren und Bakterien oder Mikroorganismen, die nicht in den Körper gehören, sehr einfach bekämpfen kann. Ich will euch von einem Mittel erzählen. Das ist nämlich auch das Mittel, was in der Art von Herrn Trump, diesem Idioten aus Amerika, wie er immer so betitelt wurde, ne? Dieser besondere Mensch, ne? Im Prinzip mal im Fernsehen mit erwähnt wurde. Und der ist nämlich gar nicht so dieser Idiot. Der hat nämlich Tatsache ein Mittel bekommen, wird hier in ähnlicher Art als Chlordioxid bezeichnet. Ich weiß nicht, hebt einfach mal die Hände, wer von euch Chlordioxid oder MMS kennt. Ja, das gehört ja auch ein bisschen zu denen, die sich schon mal mit dem Thema beschäftigt haben. Das ist eine super Sache. Also dieses Desinfektionsmittel Chlordioxid und MMS ist Tatsache ein Desinfektionsmittel. Und wenn er gesagt hat, er kriegt ein Desinfektionsmittel, dann hat er im Prinzip recht gehabt, weil damit wird nämlich Wasser aufbereitet. Und ja, wir haben gerade wieder eine Wolke. Ja, MMS heißt es. Ja, ich will euch kurz erzählen, was das ist. Und zwar, wenn ihr mal, also vielleicht muss ich noch vorausschicken, dieses MMS und Chlordioxid wird in Deutschland oder in Europa nicht gern gesehen. Es ist als Arzneimittel nicht zugelassen. Es ist sogar, glaube ich, verboten, es als Arzneimittel zu geben.
Jetzt will ich euch mal ganz grob bloß sagen, wie ihr ein bisschen mehr dazu erfahren könnt. Es gibt da schöne Bücher dazu, nämlich eins von Frau Dr. Oswald, das heißt MMS-Handbuch. Und dann gibt es noch ein Buch, das heißt das CDL-Handbuch. Und dann gibt es noch ein schönes Video über den sogenannten Erfinder von MMS, das ist der Jim Hubble, ein Video über eine Stunde, paar 40 Minuten, wo das nochmal ganz super dargestellt wird, wie man es machen kann. Ich kann euch nur empfehlen, kauft euch die zwei Bücher und das Video, schaut es euch mal an und ihr werdet merken, ihr habt eine wirklich gute Chance, euer Trinkwasser demnächst sehr gut zu desinfizieren, weil ihr dürft es auf keinen Fall nehmen, um gesund zu werden. Das ist verboten. Das würde nämlich nachhaltig die Pharmaindustrie schädigen und deshalb ist es sehr wahrscheinlich auch nicht zugelassen. Also wenn ihr nachher merkt, dass ihr nicht mehr unter Bluthochdruck leidet, dass ihr keinen Schnupfen mehr habt, keine Grippe mehr habt, ja, dann auf keinen Fall dieses Mittel weiternehmen. Dann müsst ihr sofort aufhören. Sonst macht ihr in dieser Gesellschaft nachhaltig Schaden. Ja, das darf natürlich nicht passieren, Schaden am System. Und das ist genau nämlich der Punkt. Wenn man diese ganzen Grippeinfizierten mit diesem Mittel behandelt hätte, gäbe es heute weniger Tote. Ich kann nicht sagen, keine Tote, weil es kann immer jemand sterben. Es gibt auch Menschen, die vertragen diese Mittel nicht, die reagieren mit Durchfall und auch manchmal mit Brechen. Das hängt mit ganz einfachen biochemischen Dingen zusammen. Die kann man dort auch im Buch nachlesen. Und deswegen ist das Mittel auch vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so einfach zu nehmen. Meine Empfehlung, wenn ihr euer Trinkwasser wirklich desinfizieren wollt, fangt an mit Chlordioxidlösung, die ist geschmacksgeruchsneutral, die kriegt man auch runter, so dass das Trinkwasser, was in euren Bauch reinkommt, nicht mehr mit Keimen verseucht ist. Ganz, ganz wichtig. Ja? Also das mal als Hinweis. Ihr könnt darüber entscheiden, wie ihr wollt. Es ist keine Heilaussage. Es ist nur eine Information, wie man Trinkwasser desinfizieren kann. Was dann sonst noch im Körper passiert, entscheidet ihr vollkommen alleine. Ja, das lag mir nochmal auf dem Herzen. Und ich hoffe nur, dass viele Leute das Video sehen und vielleicht mal diesen Versuch in Ruhe wagen. Übertreibt nichts. Versucht nicht zu schnell das Trinkwasser zu desinfizieren, dass es nicht in die Hose geht. Lasst euch Zeit, dann wird's gut. Und lest das Buch im Vorfeld, guckt das Video. So, hallo. Das Lied heißt, bevor der Regen kommt. Nein, Quatsch. Das Lied heißt, Hände weg von unseren Kindern. Ist entstanden aus dem Nachdenken über den kommenden Impfzwang, die Impferpressung gegen die Kinder, in Verknüpfung mit der Rechtsstaatlichkeit, und einer Zeile aus dem Lied von Pink Floyd, die da geht, ne, das war eben gut. Hey Teacher, leave us kids alone. Okay. Hände weg von unseren Kindern, die Geduld ist aufgebraucht. Euer ganzer Covid-Schwindel ist von uns schon lang durchschaut. Hey, niemals kommt ihr damit durch. Tribunale warten schon auf euch. Tribunale warten schon. Gespritzte neue Wesen hättet ihr als Sklaven gern. Nein, nicht ihr seid auserlesen, euer Ende ist nicht fern. Hey, niemals kommt ihr damit durch. Tribunale. Schamlos lügen eure Medien, Zahlen drehen.
zwischendurch.